Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video aus Amsterdam, Fressflash. Ich starte eine neue Serie Fressflash, diesmal in Amsterdam. Das wird es in mehreren Städten geben, wo ich nur die köstlichen Köstlichkeiten, Desserts, Nachtisch, den ganzen Shit testen werde. Ich habe gerade ein Burger-Video gemacht hier. Und jetzt werden wir uns auf die Tour begeben, euch richtig wegzuflashen. Wenn ihr hier seid, vielleicht was Verbotenes tut, am besten nicht, dann wisst ihr genau, wo ihr hingehen müsst. So, ich habe hier direkt schon gesehen, aber ich glaube, das teilt ihr nicht mehr. Das ist, man nimmt nicht das Erste. Das ist wie im Laufhaus oder im Eros Center, wisst ihr? Erstmal einmal rumgehen. Denkt an meinen Kommentar, an meinen Daumen oben. Beides fordere ich von euch in diesem Video. Es geht nicht anders. Hallo. How are you? Hello. Abonnieren, abonnieren. Abonnieren. Und kommentieren. H-O-L-L-E. From Germany. The hey, best food nice. Tester in the world. Yes. Wir lieben dich. Ja, danke. Ich liebe euch auch. Oh, type it in. Yes, of course. It's this one. 200.000. Hey, yo. Even selfie. Ja, Mann. Denkt dran, lasst den Daumen oben glühen. Und die Kommentare. Ich verlange das heute von euch. Das Problem ist, ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. Ich gehe in irgendeine Richtung. Vielleicht gehe ich hier völlig abseits der Stadt jetzt. Das nächste Problem, ich würde auch einfach googeln, alles hier da. Ich habe kaum noch Akku und finde mein Auto sonst nicht. Deshalb gehen wir auf Touristenbasis. Und das machen wir genauso. Weiter geht das. Ich bin mir richtig ganz genau sicher, in die Richtung war das letzte Mal was ganz Köstliches, als ich das letzte Mal in Amsterdam war. Ich war hier ja schon öfter. Also einmal kurz zum Reinkommen, wenn man durch Amsterdam geht. Natürlich wollen die Leute verlocken, die vielleicht einen im Tee haben, sonst was, ne? Vielleicht einen Smoky Smoky. Und dann gibt es die heftigsten Auslagen immer. Das soll einen reinlocken, ich habe das noch nie probiert. Sieht das nur krass aus oder schmeckt das heftig? So zum Reinkommen, jetzt so eine Kleinigkeit, wisst ihr? You make it by yourself or you buy it? We make it here, kitchen. You make it here? Yeah. Oh, nice. Also eins ist gewiss, Leute. Zwei Sachen sind gewiss. Es sah heftig aus und ich wurde abgezogen. 20 Euro. Das kleine Ding 10 Euro, das Stück Kuchen 10 Euro. Also jetzt mal ganz ehrlich, im anderen Video 22 für einen Burger. Also Leute, kommt, das ist ja wohl hier. Und das ist die Schublade, ist das. Wenn das jetzt rein snacken, nach vorne am Wasser. Erstmal langsam reinkommen. Oh, das riecht hier schon wieder nach Weedus. Ah. Hier gibt es sogar, habe ich auch im anderen Video gesehen, Boote zum High-Smoken. Extra dafür da, um sich da einen reinzurauchen. Das ist krass. Paradies für alle Raucher, sage ich mal so. Ich weiß nicht mal ganz genau, was es ist. Das sieht für mich gleich schon, als wäre das so richtig karamellig. So würde das sich zwischen den Zähnen so... wisst ihr, wie ich meine? Oh ja, wir sind hier an der richtigen Adresse, Leute. Scheiße, mein letztes Brillenputztuch ist weg. Scheiße, Mann. Und mein Akku ist fast alle. Das haben sie warm gemacht. Mit Kinder Bueno drauf. Seid nicht dumm, Leute. Wenn ihr serviert in der Tasche habt, holt sie vorher raus. Oh, ich hab sogar ein Messer und Gabel. Nein, egal jetzt. Ah. Belgische Waffel von unten. Mit Nutella überzogen. Ich sag mal so, das, was man erwartet, kriegt man. Es gibt aber die typischen Desserts, die trumpfen nicht auf durch ihre Finesse, sondern einfach nur durch maximale Süße. Und das ist der Kandidat. Trotzdem geil. Aber kann ich nicht besser als eine 6,5 geben, weil schwach ist in der Umsetzung. Einfach alles zusammengewürfelt, was süß ist, sonst was. Ich brauche was individuell geil ist. Und das sollen sie wohl auch selber machen. Heidewitzka, komm mal hierher, Mann. Komm mir her. Ihr habt mich noch nie bei so einem maximalen Fressflash-Tour gesehen, da ich ja keine Drogen nehme. Dazu gehört natürlich auch Alkohol. Ist Zucker für mich wie eine Droge. Sobald ich Zucker nehme, gerate ich außer Kontrolle. Da warne ich euch hiermit schon vor. Das hat für mich gewisse Raffinesse. Der Endbegriff von Erdnuss. Wenn ihr eine Erdnuss öffnet, frisch geschält und zu euch nimmt und vorher das gegessen habt, denkt ihr, die Erdnuss will euch verarschen. Das ist keine Erdnuss, das hier ist die Erdnuss. Wild, Leute. Wild, 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 sein Urgroßvater. Du hast dieses krass Erdnussige. Und dann habt ihr aber ein Spiel damit, dass ihr auch dieses Knacken habt von diesen Schokostückchen. Dann geht das so einen richtig intensiven Vollmilch. Einfach Schokoladen-Vollmilch-Geschmack. Also Vollmilch-Schokoladengeschmack. Aber richtig intensiv. Und das gefällt mir gut, Mann. Wollen wir nicht zu hoch reinstarten, das ist aber eine 8 von 10, das Ding. Gucken wir, was uns jetzt noch begegnet. Ich bin heiß. Da hinten sehe ich Dunkin' Donuts, aber das ist low. Wir brauchen was, was wir am besten nur hier kriegen. Wir geben uns hier nicht mit zweitklassiger Ware an, zufrieden. Ich habe jetzt auch Onkel Google zu Rate gezogen, das ist sinnlos. Geile Waffeln, richtig geile Waffeln. One Wondering Stroop Waffles. Sieht geil aus. So, und dann lasse ich mir auch nicht nehmen und gehe einfach mal über den Zebrastreifen rüber. Die Leute sollen warten hier. Olle ist unterwegs. Scheiße, ich mach die
den Navigationssystem wieder an, Mann. Ich hab da nicht hingefunden. 2 Minuten. Richtung Weg bin ich schon mal gegangen. Rechts abbiegen auf Kalberstraat. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt bin ich abgeholt. Waffel, Frozen Joghurt. Nee, nee, ist mir zu random, ist mir zu Standard. Komm mir nicht so, Amsterdam. Hat mir ein Obdachloser eben empfohlen hier den Tipp. Nur einmal kurz euch Amsterdam von oben zeigen und dann geht's zu den Waffeln. Da ist er. Ihr geht da rein, ich schwör's euch, das riecht gleich so richtig self-made. Nicht irgendwas von der Stange, sondern wie, keine Ahnung, zu Hause backen mit Freundin, sonst was. Genauso riecht das da drin. Und hier vorne füllen die jetzt die Waffeln selber. Die bereiten die frisch zu. Du kannst quasi dann halt das Topping wählen. Homemade steht auch alles selber drauf. Ich denke mal, der Name ist Programm. So Leute, ich beiß da rein. Das sieht einigermaßen unspektakulär aus. Der erste Biss war auch einigermaßen unspektakulär. Ich glaube, das muss dann zusammenklappen, Leute. Ja, jetzt kommt's aber. Ja, jetzt kommt's wirklich gut. 6,50 kostet das Ganze, 6,50. Ich stelle mir echt gerade vor, tut mir leid für den Vergleich, als wenn ich hier gerade high irgendwo längs laufe. Gehe völlig verplant da rein, gehe in diese Gasse wirklich rein, beiß da rein. Die Leute sehen mich, wie ich mit Augen zu hier längs gehe. Denkt euch vielleicht die Kamera dann noch weg. Das war Raffinesse. Knackige Haselnussstückchen, Knacken im Mund. Dieser Zehlkaramell, was in, zwischen den Zähnen so, Schokolade dazu. Ja, das ist es. Eine selbstgemachte Waffel in sich hat auch schon so ein bisschen was Zähes. Als wäre der Karamell eingeworben worden. Der Typ war richtig sauer, als ich um ihn rumgepimpt habe. Dann war ich sauer, weil er so unfreundlich war, Mann. Er kriegt von mir, mein Herz sagt eine 8. Mein Herz sagt auch wieder eine 8. Jetzt gibt's Pancakes. Die Route startet. Let's get it, let's go. Ihr habt noch ein paar Jungs getroffen, ihr habt einen Tipp für mich, oder was? Ja, wir haben einen Tipp für dich. Wir müssen jetzt noch irgendwas fürs Video starten, Mann, was irgendwie geil rüberkommt. Könnt ihr irgendwas Abgespanntes kurz machen, sowas wie Holle schreien oder so, irgendwie so? Gib mir ein O! Gib mir ein L! Noch ein L! L! Holle! Holle! Ja, Mann! der war geil, Mann. Wir gehen jetzt, wie heißt das, Pancake fressen. Oh, jetzt muss ich hier auch noch vorbeikommen, Mann. Captain Candy, dieser. Oh. Um den Weg zu überbrücken, Leute. Tatsächlich habe ich die genommen, weil ich mir sicher war, so blöd es sich anhört, dass die scheiße schmeckt. Den Rest habe ich aber bedacht ausgewählt. Nein, ist doch lecker. Wenn man lecker Mäulchen ist und sich denkt, einfach mal einen Tag, Cheat Day, egal was, reinballern, kommst du so auf deine Kosten, ob es Burger ist. Guckt euch das Burger-Video von mir an, heftige Burger. Mit Sicherheit noch endlich andere herzhafte Sachen, aber auch Süßkram. Oh. Ich habe Erdbeeren immer als Kind gegessen vom Bäcker. Ich kaufe mir nie Weingummi privat. Ich hole nur Schokolade, Kekse, sowas. Das ist mal geil jetzt hier. Oldschool-Feeling. Kriege ich auch noch. Ich weiß nicht, was die da reinhauen, aber das schmeckt geil, Mann. Wo ich früher noch selber hier auch am Rauchen war, so, ne? Da das Geld gerade mal für den Stoff gelangt,
so richtig schön damals die Session machen und Köstlichkeiten snacken, war nicht drin. Jetzt gibt's wieder nur eins von beiden, diesmal gibt's die Köstlichkeiten. Weil wer mich kennt, weiß, bei mir gibt's nichts mehr. Kein Rauchen, kein Alkohol, gar nichts. Bester Lifestyle, schönster Lifestyle, glücklichster Lifestyle und das mit Gewissheit kompromisslos, glaub mir. Wahres Glück, das richtig wahre Glück erlebst du nur nüchtern. Das habe ich gemerkt, seitdem ich mit dem ganzen Scheiß aufgehört habe. Die Worte möchte ich euch mit auf den Weg geben. Köstlich, ich möchte. Jetzt gibt's Pancakes. Kommst du keine 2 Meter weit, wenn du eine Naschkatze bist. Kata, du darfst jetzt eine Naschkatze einblenden. So, Audeburg Steak sind wir. Hallo. So, auch noch nicht gehabt. Die waren so scheiße unfreundlich. Ich schwör's euch, die waren so unfreundlich, unangenehm, dass ich da kein Video mache. Von mir aus nicht. Wir brauchen was anderes. Bin jetzt extra so weit hier hingegangen, die Penner. Wirklich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Bei diesen Waffles und sonst was. Bloß nichts kaufen gehen, wenn ihr mal hier seid. Will einfach Pancakes. Das gebe ich jetzt ein im Internet. Ich habe nur Pech. Der nächste hat geschlossen. Ich will unbedingt Pancakes und er hat geschlossen. Das kann echt nicht wahr sein. Pancakes und Waffles, war ich eben. Mama Pancakes. So, alles über 4 Bewertungen. Jetzt geht's zum nächsten. Die sind alle hier aneinander dran, direkt. So, wenn der jetzt auch noch zuhört, weiß ich auch nicht, Mann. Gleich da, 170 Meter. Ich finde das so lustig, wenn ich mir die Leute angucke, wie heftig high die sind. Schokosoße, Mango-Eis, Früchtebräuni zu sagen, die kleinen Pancakes. Letzte Station, ich wollte eigentlich noch eine gleich machen mit euch. Ah, ich bin voll gefressen ohne Ende. Das macht keinen Sinn, das wäre auch Krampf. Das soll ja immer noch Spaß bringen und gut schmecken. Also optisch muss ich sagen, hätte ich, bevor ich das bestellt habe, noch mehr erwartet, dass das irgendwie specialmäßig aussieht. Und sehr lecker. Innen noch fast flüssig, mit Schoko eingetunkt. Kein Nutella, so extrem haselnussig. Hätte beinahe gesagt, bestimmt die von Aldi. Ist ja so ein bisschen abklatschmäßig, aber auch echt nicht schlecht. Das geht halt nichts über normales Nutella, sind wir uns einig. Schönes Mango-Eis. Ich habe eigentlich nie das Feeling, dass ich so Fruchtsachen mag. Aber nachdem man so viel genascht hat, ist das so erfrischend geil, dieses Mango-Eis. Boah. Ich habe jetzt auch videoübergreifend 2 Burger gegessen, alles, was ich hier gesehen habe, und nichts getrunken. Das hier jetzt sehr erfrischend. Erdbeer dazu mit ein wenig Schokolade. Ich werde das auf Schnackrofatzen. Dann sehen wir uns gleich draußen zu den letzten Worten. So, letzte Station für mich, Leute. Sehr nett, Leute, sehr nett. Ich finde optisch jetzt nicht so der Burner geschmacklich, war es auch so, sag ich mal, mittelmäßig. 5 von 10, in Ordnung, kann man sich gut geben. Ich will weiter diese Fressfleisch-Folgen machen, das bockt mich extrem. Ist für was ganz anderes. Vielleicht nächstes Mal noch mal ein bisschen mit mehr Attraktionen irgendwie, wo ich vorher, oh, da ist das heftig, da ist das Heftigste. Was optisch vielleicht auch noch mal so richtig der Knaller ist. Genau, noch ein bisschen mit Vorbereitung. Wenn euch das gefallen hat und ihr noch mehr sowas sehen sollt und mit noch mehr Elan, noch mehr Vorbereitung, dann lasst es euch wissen. Mit einem Daumen oben, dem Kommentar und gerne Glocke an und das Abo. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das, Mann, dieses Fressflash-Format. Da gibt es mehr Fressflash-Videos. Bis zum nächsten Mal.